Come on. Hallöchen und herzlich willkommen zu der dritten Folge von dem Minecraft-Mini-Projekt Reloaded. Ich schau mal auf den Server. Heute ist die Facecam mal ausgeblieben, weil ich jetzt keinen Bock hatte, das Ganze noch zu Dingensen aufzustellen. Und hier wurden unsere Seeds geklaut. Sehr geil. Was ich aber jetzt mal mache, ist hier das Flachs abfarmen. Also was Flachs bringt, ist einfach... Flax-Seeds bringen auf Strings. Und wenn wir halt mal Wolle brauchen, dann haben wir genug Wolle. Beziehungsweise genug Strings für Wolle. Und jetzt Kartoffeln haben wir auch eine Poisonous Potato bekommen. Ich pflanze hier nur noch kurz an. Und zwar alle am besten. Das heißt, ich kann das Feld eigentlich gleich komplett machen mal. 1, 2, 3. 4, dann einfach hier rüberziehen, alles 1, 2, 3, doch sind 4. So, das hier noch wegfällt hin. 1, 2, 3, 4. Und heute bin ich mal alleine. Ganz einfach aus dem Grund, weil jetzt gerade niemand Zeit hat aufzunehmen. Und aber ich muss halt Folgen für nächste Woche mal auf jeden Fall machen. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich 3 Folgen am Stück aufnehmen. Und die sind dann halt im Voraus produziert. Und jetzt hier alle Potatoes hin. Sobald wir das ganze Feld voll haben, kann ich die auch als Essen gebrauchen, weil irgendwann haben wir auch keine Steaks mehr. Und dann, ja, die kann man nicht anpflanzen, die kann man aber essen. Ich behalte die mal einfach so. Gut, das Flex wächst auch nach und jetzt wollte ich noch mal zeigen. Hier wurde repariert, kurz. Netterweise. Hier haben wir einen schönen Zaun. Und ein neues Mitglied, und zwar der Professor Held. Also als Hero of the Time. Ich gehe jetzt mal nicht aufs GS, er hat eine sehr schöne Farbe hier. das ist halt der Hero. Dann, und wir haben noch jemanden. Ich glaube, das so drüben, genau. Es ist der... ja, der Pyro-Gamer HD. Ich wollte eigentlich mit dem eine Runde aufnehmen, aber von dem wird das Grundstück nochmal resettet, weil er ein bisschen Scheiße gebaut hat und... ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Jetzt muss ich kurz überlegen, ist das jetzt mein GS hier rechts? Kann das sein? Ja, oder? Geil. Okay, ich habe jetzt 2 Nachbarn. Auf dieser Seite halt den ich vergesse den Namen immer, den Hero. Und auf dieser Seite müsste noch Keshka sein. Keshka. Der hat schon ein Haus gebaut. Und gestern war ja noch Livestream von SFB Wood. Diese Kiste dürfte man theoretisch nehmen. Der hat dort innen schon mal eine Chest und da drüben noch ein Project Table. Ein Ofen und so halt drin, der SFB Wood. Von dem sieht man hier gerade nichts aus, eine Brücke und da ist ein Zuckerrohr. Da noch einen großen Baumsetzling, genau. Und jetzt sind wir hier wieder bei mir. Ich habe neben beiden natürlich die Stoppuhr laufen. Ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, etwa für mich. Ich werde wahrscheinlich so am Anfang von jeder Folge mal so einen Rückblick bzw. Vorblick, keine Ahnung, wie man das nennen kann, machen. Was ich jetzt mal mache, ist nochmal Holzfarmen. Beziehungsweise kurz alle Bäume abfarmen. Dann ist auch schon Nacht. Dann kann ich vielleicht ein bisschen auf die Jagd gehen. Weil ich will ein paar Skelette noch töten, damit unsere Flachsfarm auch vorankommt, weil wir brauchen natürlich Wolle und dafür brauche ich entweder Weizen, was mir gestonst wurde, oder also das ich finde es eben relativ ungeil, wenn da mal ein paar Seeds fehlen, weil das wären schon 3 Weizen oder so gewesen, schon Brot oder mindestens 2 wären das gewesen, dann hätte ich 2 Schafe paaren können. Das kann ich jetzt nicht und das verzögert das Ganze ein bisschen. Jetzt muss ich halt auf ein bisschen Flachs aufbauen.
Aber ja, muss halt dann. Ja, und ich habe jetzt hier flüssige 40 FPS. Noch. Vielleicht wird sich das auch im Verlauf des Projektes ändern. Das kann ich mir gut vorstellen. Sehr gut. Eben da haben wir ein Schaf. Wir haben massenweise Hühnchen. Dann noch eine Spinne. So, Spinne tot. Ein Zombie noch. Der Zombie auch tot. Wir haben immer noch 3 Minimum Shards in der Chest. Ich drücke hier immer noch F, weil ich irgendwie denke immer, dass eben Sprint-Taste habe ich auf F gelegt. So. Schönheit halber hier. Hier ein bisschen da. Da. Hier kann ich halt dann wieder ein paar Seedis farmen. So, hier einen, da einen. Dann kann ich da drüben noch einsammeln. Da einen. Dann hier noch ein bisschen abfarmen. So. Den Baum noch abgefarmt. Dann hier drüben. Die Spinne krabbelt gerade zu uns. Und noch eine Minimum Shard. Yay! Ich weiß nicht, ob es in dieser Version den Bug immer noch gibt mit dem Miniumstein und dem Mining Turtle. Wenn ja, dann werde ich diesen Bug natürlich schamlos ausnutzen. Weil bezüglich dem haben wir nichts verboten. Also die einzigen Items, die man nicht besitzen darf, ist halt die Nuke natürlich. Weil sonst bombt einer hier die ganze Stadt in die Luft und das ist ein bisschen ungeil. So, jetzt habe ich hier wieder ein paar Seeds zusammen. 8 Stücken für Flax-Seeds, die kann ich auch gleich mal anpflanzen gehen. Ich lege hier kurz die Hoe noch raus, damit ich hier noch ein paar Saplings auch anpflanzen kann. Brauche ich die Hoe aber wieder nachher. Jetzt brauche ich die Hoe. Die Hoe. Oh ja, jetzt brauche ich die Hoe. 2 F. Ich habe ihn nicht geschlagen. Ich hab ihn wirklich nicht geschlagen. Enderman, tu mir nix. Du Zombie, du zerstörst nicht mein Feld. Oh, das war so klar, Mann. Ist doch scheiße, wenn dein Creeper ist. Ich finde, wir müssen mal Mob Griefing ausmachen. Weil jetzt habe ich wahrscheinlich wieder eine Milliarde mal weniger Kartoffeln wieder. Kacke. So, ich hoffe, ich kann das. Ja, ich kann das Feld wenigstens wieder reparieren. Yay. Boah, der leckt mir doch im Arsch. Ich hasse Nacht. Ich werde mir so bald wie möglich ein Bett bauen. Das steht schon mal klar. So. Kann ich hier noch meine 8 Seeds hin? Und meine 4 Flax-Seeds. Ich bin extrem motiviert jetzt wieder. Und Skelett. Ein Skelett. Zwei Knochen. Zwei Knoke. Ich weiß, es nicht ratsam ist, beim Feld zu kämpfen. Weil die Spinnen auch Sachen zerstören können. Oder auch, weil ich dann die ganzen Kartoffeln abbaue. Doch. Bone Meal. Ich tue da allgemein noch ein bisschen hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und aus 6 Kartoffeln wurden 18. Gut, so. Alle Kartoffeln mal anpflanzen wieder. Da drüben ist ein Angry Zombie. Der kann mir Brains geben. Ja, ich habe einen Brain bekommen von dem. Von dem netten Herrn. Setze ich noch ein paar Saplings. In der Hoffnung, dass ich irgendwo auf dem Weg noch ein Skelett finde. Und keine Creeper. Okay, hinter mir ist ein Creeper.
Ja, da hatte ich rumgebackt. Das ist doch scheiße. Ich gehe jetzt dann Leute umbringen. Ich gehe Notch töten, weil er Creeper eingeführt hat. So. Ich werde irgendwann, ich glaube sowieso irgendwie einfach irgendwo den Berg ein bisschen abtragen und damit ich hier alle Creeper hier stopfen kann. Meine Güte, regt mich das auf. So, hier noch ein bisschen. Und jetzt können da Zombies reinfallen und sterben. Du kannst da reinfallen und sterben gehen. Und jetzt ist nichts mehr gut. So. Ich habe noch eine Erde, die setze ich dann mal irgendwo hin, wo ein Creeper-Loch ist. Hab ne, ich das Gefühl, habe ich irgendwie null Produktivität. Ach, so, jetzt ein Steak einpfeifen. Es regnet. Auch gut. So, das darf ich jetzt mal durchbraten. Währenddem mache ich mir mal eine Spitzhacke. So, ich entsorge mal ein bisschen was in der Chest. Arrows brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das. Backen nehme ich mal mit. Sticks brauche ich eigentlich nicht. Nehmen wir noch so 8 Holz mit. Die brauche ich auch nicht. Du hast ein Ei geschissen, wertes Huhn. Noch ein Minium-Shard und noch einer. Ja, läuft bei mir. So, aber ich gehe jetzt mal runter. Ne, noch nicht runter in die Höhle. Ich glaube, das hier wird einfach so eine Rage-Folge, wo ich einfach null Produktivität habe. Und wird es jetzt schon wieder Tag? Okay, ich habe jetzt 6 Minium-Shards schon. Aber jetzt muss ich mal in die Höhle rein. Ja, die Hoe nehme ich jetzt mit, habe ich jetzt keinen Bock mehr zurückzulegen. Der Angry Zombie darf ich mal gefälligst am Arsch lecken. So. Jetzt Sittler. Jaruna. Nee, Jaruna war das Marble, da wollte ich nicht runter. Andere Seite. Andere Seite, wo es dunkel ist. Ich habe gerade gedacht, ich habe Schritte gehört. Ach so, üben wir Sand. Now I understand. Ist das alles Tin? Läuft bei mir. Ja, Tin ist sehr wichtig, vor allem halt in FTB. Weil Tin ist sehr selten und man braucht es für fast alles. Das erklärt eigentlich schon, warum es so wichtig ist. Und es tut mir jetzt auch leid, wenn ihr gerade gar nicht seht. Ich habe vergessen, Kohle mitzunehmen. Aber ich farm jetzt hier einfach ein bisschen Eisen. Damit wir hier auch genug davon haben. Beziehungsweise man kann nie genug Eisen. Man kann nie genug Eisen haben. Ne, also ernsthaft, man kann nie genug Eisen in FTB haben. Bisschen Skelett, das geht mir doch wahrscheinlich gleich auf den Sack. Jetzt nicht mehr. So. Hier noch ein bisschen Tin farmen. So, noch ein bisschen Tin angesagt. Ein bisschen Kupfer und noch mehr Tin.
Pack mal die Erze aus der Leiste raus. Und da drüben habe ich gerade Kohle gesehen. Das ist gut. Das ist gut. Marble farm ich jetzt mal nicht. Das können wir andere mal machen. Wo habe ich Kohle gesehen? Dort. Okay, das heißt, wir haben jetzt noch. Der Timer ist abgelaufen. Wir haben noch 5 Minuten. Und in den 5 Minuten farm ich hier einfach noch ein bisschen. Beziehungsweise, ich glaube, ich höre schon ein bisschen früher auf. Und dann fahren wir in der nächsten Folge noch ein bisschen. Jo. So. Ich habe gesagt, ein bisschen früher aufhören, nicht jetzt schon. Ne? Ich baue, glaube noch diesen Kohlehaufen ab und dann ist Schluss für heute. So, bisschen Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, dupdidu. Kohle, Kohle, dupdida. Und langsam aber sicher genug Kohle. 37. Ich weiß, ich wollte aufhören, aber ist eine Sucht. Okay. Jetzt würde ich sagen, ist es aber schon genug. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut bei allen anderen vorbei, haut da rein und tschüss und tschüss. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, beziehungsweise du es nicht gut fandest, lass doch eine positive oder negative Bewertung da. Und wenn du dann noch Verbesserungsvorschläge hättest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du diese in die Kommentare posten könntest. Wenn dir mein Videokonzept gefällt, dann drück doch auf den Abonnieren-Button. Und wenn du alle Videos von dieser Playlist sehen willst, dann kannst du natürlich jederzeit auf den Playlist-Button drücken. Nun seht ihr hier noch die sozialen Netzwerke. Facebook, Instagram, Twitter, Google+ und zuletzt YouTube. Wie du wahrscheinlich auch gehört hast, benutze ich Hintergrundmusik in meinen Videos. Und die ist von folgenden Personen. Papa Fired Music, Eatery, DJ Rogue und zuletzt The Universe.